Action! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Carte Blanche. Heute Abend präsentiere ich euch Casino von Martin Scorsese. Scorsese, der Godfather of the Gangsterfilm schlechthin, hat ja in seinem gesamten Werk Gangsterfilme gemacht oder immer Berührungspunkte mit Gangstern gehabt. Schon in seinem ersten Film, Who's That Knocking at My Door, sehen wir, was aus ganz, ganz, ganz kleinen Gangstern wird. Und dann natürlich Mean Streets, der mich sehr geprägt hat aus dem Jahre 1973. Mean Streets hat mir beigebracht, wie ich mit der Kamera umzugehen habe. Für, wenn man kein Geld hat. Für einen Film wie Kurz und Schmerzlos, der ja auch kaum Geld hatte. Kleines Fernsehspiel. Es folgten viel später Goodfellas, der sehr gefeiert worden ist als die Neuerfindung des Gangsterfilms. Und dann Casino und Departed und Irishman. Aber Casino ist vielleicht der perfekteste von all den Filmen. Der Film ist ein bisschen untergegangen. Der wurde so ein bisschen als Abklatsch von Goodfellas wahrgenommen. Aber ich finde, es ist der kältere Film. Der Film, der sich mehr auf dieses Dreieck Sharon Stone, De Niro und Joe Pesci konzentriert. Eigentlich gehört noch James Woods dazu, der den Zuhälter von Sharon Stone spielt. Also Casino hat meiner Meinung nach Goodfellas auf einer gewissen Ebene nochmal perfektioniert. Und es ist für mich große Filmkunst, das ich sehr bewundere. Und ich kann den Film wieder und wieder und wieder sehen. Und ich entdecke immer wieder Neues an dem Film. Also viel Spaß mit Casino.